jetzt einfach mal 4 verschiedene Arten zum Bremsen vor. Ich fange mit der einfachsten an, das ist für die Anfänger. Man fährt nach vorne und man bremst so am besten. Ja? Also einfach die Beine an die Seite wie so ein X, wie wenn man, als hätte man ein bisschen X-Beine. In die Knie und bremsen. Dann gibt es eine Art wie beim Skifahren, wenn man bremst, an der Seite. Ne? Man fährt nach vorne, die Beine bleiben zusammen und man bremst. Ich zeige es einfach nochmal. Die Beine zusammenhalten, nach vorne und an die Seite wie beim Skifahren bremsen. Dann gibt es die dritte Art, wo man mit einem Bein bremst und zwar so. Aber die ist schon ein bisschen schwieriger, weil man bremst und ist hinten dann an der Zacke. Ich setze erst das ganze Bein auf und verlagere mein volles Gewicht auf das Bein, mit dem ich bremse. Ich zeige es nochmal. Fahren, rechtes Bein nach vorne und mit dem rechten Bein bremsen. Bremsen bedeutet immer, man schabt so ein bisschen das Eis weg. Das ist Bremsen. Und dann kann man mit einem Bein bremsen, aber das ist halt dann für die Leistungssportler, die den Eiskunstlauf schon länger machen, auf einem Bein einfach so. Als Sonderform zum Bremsen mache ich jetzt einfach eine Pirouette. Man kann auf zwei Beinen drehen, für die Anfänger. Auf einem Bein, aufs rechte Bein, das ist die Einwärtsstand oder die Vorwärts-Auswärtsstand. Auf dem linken Bein vorne und mein Kreuz mit dem rechten Bein. So. Und dann raus.